Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dorama und Story of Seasons. Wir gehen schlafen. Wir haben im letzten Part einen neuen Ort entdeckt, wo wir eventuell heute hingehen werden. Weil ich da sowieso nochmal selber so selbstständig hingehen wollte. Zu der Feenquelle. Da wo wir bis jetzt keine Fee gesehen. Aber eventuell, was er nicht ist, kann er noch werden, ne? Ist ja so. Was er nicht ist, kann er noch werden. Du! Bitte schön. Und dann soll ich nachts in den Winterwald gehen. Thank you. Ich muss mich weiter, noch weiter mit Ivo anfreunden. Dann noch weiter. Ja, ja. Bitte schön. Nein. Brauch nicht. Nein, danke. Gerne, gerne. Vor euch tue ich auch alles. Wisst ihr doch. So. Oh, arigato. Mit Pip anfangen. Geh zu deinem Haus. Ah, ja. Ach ja. Oh, arigato. Yare, yare. Gut, dann sag jetzt mal hier Hallo. Yoshi, yoshi. Harald. Und dann machen wir jetzt mal hier. Lohn brauchen lange. Na, sind die jetzt fertig? Nee, aber dann am nächsten Tag. Davon gehe ich aus. Jetzt ist schon angefangen, ne? Dim, dim, dim. Nein, hallo? So. Ich fang schon mal an, du kannst weiter gießen. Oh, das war's. Dann reicht es auch erstmal mit Futter. Denke ich mir mal jetzt. Weil dadurch können wir eventuell erstmal weiter in die Minen kommen. Eventuell. Muss ich mal schauen. So. Weil die ganzen Austrautränke, die wollen immer irgendwelche komischen Früchte haben, die ich nicht verstehe. So, wie viel Geld haben wir? Ich will jetzt mal eurer Oma. Warte mal, ich will mal Oma Bosskopf. Ich will ein paar Bäume noch pflanzen. Geh in den Zwitscherwald. Achso. Gidori. Ich muss sowieso in den Zwitscherwald. Neu registriert Feenbrunn. Was? Wo? Ach, da. Sonnenfallweg? Da war ich noch gar nicht, ne? Hä? Ja, es wird wieder. Mit Events wird es hier jetzt. Ich wollte in der Oma Bosskopf, weil. Ja gut, dann mache ich das jetzt. Aber erstmal muss ich das kurz mal. Das Zeug. Ins Silo legen. Wie viel haben wir drin? 215 Futter, wow. Na gut. Dann gehen wir in den Zwitscherwald. Sehr neblig, was ist denn hier los? Konnichiwa. Hallo Belle, worüber redest du denn mit Suni und Gian? Jo. Einlobiter Suni hat mich gerade über so Feenbrunnen gefragt. Warum interessiert er sich dafür? Er behauptet, er hätte eine Stimme aus dem Inneren des Brunnens gehört. Eine Stimme? Lebt draußen an dir niemand? Wenn ich das wüsste, würde ich nicht fragen. Aber ich schwöre, ich habe da eine Art Stimme gehört. Aus dem Wasser? Ich sehe schon, du willst mir nur wieder Angst machen. Es ist lächerlich, oder Bell? Es kann nicht einfach so eine Stimme aus dem Wasser kommen. Viele Leute erzählen sich, dass man einen Segen hört, wenn man einen Teil seiner Ernte in die Quelle wirft. Ein Teil der wovon? Du weißt schon, eine Frucht oder etwas anderes, das du dieses Jahr geerntet hast.
Wie ihr müsst, ja, fühlen uns der Natur eng verbunden. Deshalb gibt es bei uns viele Legenden dieser Art. Aber es sind doch nur Legenden, oder? Sie stimmen nicht wirklich. Naja, wenn du wirklich eine Stimme gehört hast, sind sie vielleicht doch wahr. Weiß nicht, die Stimme klang weniger nach Segen und mehr so, als würde jemand mich verfluchen. Vielleicht ist die Quelle gar kein Feenbrunnen, sondern eine Art Monsterloch. Du denkst, es gibt dort Monster? Was ist denn los? Hast du Angst? Also, ich meine... Weißt du, was Nobita? Das klingt ja eine Rätsel, das du jetzt mal untersuchen solltest und war ganz allein. Was? Warum ich? Was ist mit euch beiden? Wie wär's mit was Dankbarkeit? Ich gebe dir hier eine einzigartige Chance, ein härterer Kerl zu werden. Er sei schließlich Gian, weil er so ein gigantisch großes Herz hat. Du sagst es, also dann, Nobita. Komm in die Gänge. Muss ich das wirklich tun? Ja. Da kommst du nicht drum herum. Warum ich? Warum ganz allein? Hier wollte ich eh nochmal hin. Oh, selbst so ein hübscher Ort kann allein etwas gruselig sein. Ich hoffe, hier sind keine Geister oder Monster. Ich muss es einfach hinter mich bringen. Also, wenn ich das von meiner Ernte reinwerfe, sollte ich eine Stimme hören, richtig? Das Wasser ist kristallklar, aber ich kann trotzdem nicht bloß auf den Grund sehen. Es muss echt tief sein. Oh, je länger ich hier rumstehe, desto schlimmer wird es. Ich muss es jetzt einfach tun. Ich werfe diese Rübe rein und... Ich kann sie nicht mal mehr sehen. Eigentlich müsste die Rübe oben schwimmen. Und noch keine Stimme zu hören. Ich wusste ja, dass diese Legende bloßer Quatsch ist. Damit wäre das Rätsel gelöst. Ich gehe heim. Wer... Ich dachte, ich hätte das gehört. Bilde ich mir jetzt schon Sachen ein? Wer ist da? Ihr habt definitiv nur Einbildung. Ich hatte erwartet, eine Stimme zu hören. Also fabriziert mein Gehirn geht jetzt eine. Das ist alles. Wer hat in den Brunnen... Wer hat das in den Brunnen geworfen? Wer geht Doraemon und Hilfe? Ja, liebe Güte, ist er weggerannt? Wenn hier jemand Hilfe braucht, dann wohl ich. Hoffentlich kommt er wieder. Zum ersten Mal im Film, ja. Der mysteriöse Brunnen, was ist das eigentlich? Sieht aus wie ein Motor. Aggregat. Sowas. Was ist das denn? Können wir da rein? Hier ist eine Axt. Falscher Knopf. So. Ja. Dann tschüss. Achso, die hat hier vor der Tür gewartet. Ja, gut. Da will ich mal nichts sagen. Vor der Tür, sage ich schon, ne? Am Eingang. Ja. Gut, ja. Wow, Nobita. Da oben ist noch so ein Tier. Moment. Zack. Ja, es übertreibt jetzt nicht die Lage. Es ist doch nur ein... Ist doch nichts gewesen. Nichts gewesen. Die guten Marillen. Sonst sehe ich auch kein Tier hier, ne? Nee. Aber das Ding nehme ich mit. Wer weiß, ob ich es irgendwann brauchen werde. Und zwar ganz viele davon. Jo, hier sagen sie Eichhörnchen und Hase, guten Tag, ne? Gut. Ich muss nach Hause, weil ich das Event, ne? Das Event, wenn ich das nicht mache, dann wisst ihr Bescheid. Ich muss es tun. So, Insekten will ich das verkaufen. Bring nicht viel ein, ne? Nee. Das erhöht Ausdauer um 3.
Ja, ist halt an sich nix. Ach ja, stimmt ja, ganz vergessen. Ich habe gerade meine Gedanken im Kühlschrank schon. Mir ist heute Nacht nichts zu tun. Vielleicht bleibe ich heute einfach im Bett. Ich glaube, ich nehme mir heute frei. Ab und zu braucht man einmal etwas Entspannung. Na dann, gute Nacht. Nobita, hey Nobita. Immer noch keine Worte. Ich frage mich, ob alles in Ordnung ist. Was, er schläft noch? Kein Wunder, dass er noch nicht unten war. Hey, aufwachen. Es gibt Farmarbeit zu erledigen. Wer ist da? Ich habe doch nur etwas Schlaf nachgeholt. Dorema, was ist los? Warum sträuben sich dir die Schnurrhaare? Warum? Ich warte seit einer Ewigkeit auf dich und du liegst noch im Bett darum. Habt ihr auf mich gewartet? Entschuldigung. Ich dachte, vielleicht kann ich mir heute frei nehmen. Warum? Es regnet ja nicht mal. Ich fühle mich einfach nicht so toll. Vielleicht werde ich krank. Du fühlst dich nicht gut? In dem Fall solltest du wirklich im Bett bleiben, aber das ist etwas verdächtig. Das ist gar nicht verdächtig. Ich habe in letzter Zeit einfach zu hart gearbeitet, das ist alles. Scanne Nobita Nobi. Er kann auch Leute scannen? Bitte, was? Temperatur normal, Herzfrequenz normal, Atemfrequenz normal. Keine Anomalien festgestellt. Ergebnis Proband Nobita ist in optimaler Betriebsbereitschaft. Du bist also doch nur arbeitsscheu. Raus aus dem Bett und aber auf die Farm, du Faulpelz. Och, Männer, ab und zu kann man sich doch mal einen faulen Tag gönnen. Findet ihr beiden denn nicht, dass es nett wäre, es auch mal langsam angehen zu lassen? Ja. Analysiere negativ. Es gibt keine faulen Tage, wenn man einen Farm hat. Was, wenn die Ernte verdorrt, während du faulenzt? Das war's dran. Okay, warum gehst du nicht wieder nach unten und ich komme gleich nach? Keine Chance, darauf falle ich nicht herein. Komm jetzt. Die Arbeit wird vielleicht viel leichter, wenn du mithilfst. Ich schätze, du hast recht. Du bist manchmal wirklich anstrengend, Nobita. Red nicht so über mich. Jetzt bin ich sauer und bewege mich nicht vom Fleck. Das hast du nun davon. Ich sag das nur zu deinem Besten. Das sagst du immer, aber du arbeitest ununterbrochen. Willst du denn nie eine Pause einlegen? Er ist ein Roboter, ne? Scan läuft abgeschlossen. Probanden erscheint verärgert. 98% Übereinstimmung mit Emotion Wut. Scan-Ergebnis bestätigt. Fazit, Probanden sind wütend. Die Wutstein scheint durch die Sorge der Probanden umeinander verursacht worden zu sein. Das ist überraschend. Statusbericht, Temperaturanstieg in meinem Inneren festgestellt. Ich habe dies schon mal einmal gefühlt. Ich erinnere mich an ein Labor. Ein Mann in Laborkittel. Dieselbe Erinnerung wie neulich. Diesmal sind noch andere dort. Ist sie eine Frau, die nicht von dieser Welt erscheint und Wesen, die Zwerge ähneln. Sie streiten. Ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Ich wollte nur Kekse für unser übliches Dankopfer backen. Und dann habe ich beide Teller hineingestellt und sie ist plötzlich explodiert. War nicht meine Schuld. Mikrowellen explodieren nicht einfach plötzlich. Wenn ihr etwas Probleme macht, bitte um Hilfe. Aber das macht den Sinn der Opfergabe völlig zunichte. Außerdem bin ich in der Lage, allein Kekse zu backen. Offensichtlich nicht, sonst wären wir nicht hier. Und der gute Will ist ohnehin Dank genug. Lass uns helfen. Diese Kinder streiten wie Nobita und Doraemon. Sie streiten? Willst du dich davon abhalten? Sie sind nicht wirklich wütend. Sie machen sich nur Sorgen umeinander, weil sie sich mögen. Zur Kenntnis genommen. Also kann sich Zuneigung auch auf unerwartete Weise zeigen, durch Wut und Streit. Ich verstehe. Damals habe ich diese Wärme in meinem Inneren zuletzt gespürt. Pip! Pip, alles in Ordnung? Verzeih, mir geht es gut. Okay, wenn du meinst. Pip, sag du doch auch mal was zu Nobita. Die hätte auch warten lassen. Das stimmt wohl. Nobita, du darfst Leute, die sich auf die verlassen, nicht so versetzen. Komm jetzt an die Arbeit. Was? Okay, tut mir leid, Pip. Ich komme sofort. Gut, solange du es verstehst, ich warte unten auf dich. Pip war gerade wütend, oder? Ja, mich hat er auch überrascht.
Wartet, wir sollten besser gehen. Es tut mir leid, Doraemon. Nur bitte lass uns rausgehen und hart arbeiten, ja? Ja. Ja. Aber sonst nichts zu tun, außer hart zu arbeiten. Nur für dich. Ach, schön. Mit euch habe ich schon alle geredet, ne? Ja. Er mit seinen faltigen Erbsen immer. Er mit seinen faltigen... Sind da neue, Dings? Ja. Gibt zwei neue mit... Gib Hip zwei Metallreste. Ist easy drin. Hol ich mal eben raus. So. Nein, zwei. Wo ist Pip denn? In den heulenden Höhlen. Gut, dann bin ich mal schnell auf dem Weg. Ja, ich will jetzt auch nur die von denen, ich will nur von den Leuten die Herzen erhöhen, die halt Sinn machen, die halt für die Story wichtig sind. Die anderen werde ich erstmal, ja, die werden automatisch eh, wenn ich sie anquatsche, erhöht, ne? Bitteschön. Ich hoffe, du hilfst mir wieder, wenn ich das nächste Mal Hilfe brauche. Wie viel habe ich? 52? Ja, immerhin etwas, ne? Immerhin etwas. So. Nee. Ja, nee. Ich würde mich mal interessieren. Das würde mich mal interessieren. Warte mal kurz. Ich will mal kurz im Hauptmenü, im Menü gucken. Aufgabenliste. Es ist nichts hier. Nichts. Was sagt die Karte? Mineingang ist was los im Sonnenstrand. Ja klar, wir haben doch die Dings noch, aber ich will schon mal gern noch mal dahin, ne? Aber ich muss hier. Oh. Ja. Mitkommen. Sugoi wa? Es ist nichts Besonderes, Shizuka. Es ist nichts Besonderes. Dim, dim, dim. Dass man dauerhaft immer irgendwo festhängt. Ja. Sehr schön. Von so weit hat sie sich noch gefreut. Aus der Entfernung. Witterwald? Ach, das ist nur das Eichhörnchen. Moment. Was ist eigentlich Sonnenfallweg? Ist das hier gemeint? Sonnenfallweg, okay, das. Wo willst du hin? Bitteschön. So, mach mal. Gut, das ist gut. Das ja, ist super hübsch, ne? Aber hier kann ich echt nichts machen, ne? Ja, da hau ab, nerv mich nicht. Ich wollte eigentlich, hab eigentlich nur alles angequatscht. In der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Na gut. Na gut. Wir können das jetzt mit
Da ist eine Schnecke. Ja. Nee, gar nicht. Eine Honigtopfameise. Nichts zu verwechseln, ne? Hat er mich gerade angeforzt? Hat man es gehört? Oder hat er einfach nur geschnurrt? Schnurrenbären? Man weiß es nicht. Ich will auch gar nicht, ich will es am besten gar nicht rausfinden. Kann ich die einfangen? Ja, hier instant, dann würde ich die instant in den Ofen schmeißen. Mein liebes Kaninchen. Ja, manchmal. Manchmal hat man halt Hunger, ne? Kann man nicht ändern. So. Schmeiß er rein. Denn die Bällen bringen nicht viel. Weil es die an jeder Ecke gibt. So, jetzt auch weg damit. So. Wir haben jetzt Auftrag für Dings Pip erfüllt. Okay, mehr kommen nicht, weil die will ich halt nicht mehr erstmal nicht. Gib Poppy 3 Mahlzeiten. Aber guck mal, das bringt ordentlich Geld. Also wenn, dann aber. Aber ich habe leider keine Mahlzeiten. Ja. Hey, nur bitte. Komm mit, falls Ghidorin nicht in der Mine ist. Wir werden sowieso nicht tief kommen. Aber ich muss es leider halt, ne? Wobei. Ja. Komm du mal mit. Tschüss. Was für ein Talisman kannst du herstellen? Erztalisman, ja. Gut. Aber nur solange ich in der Mine bin, ne? Zählt das. Ja, gut. Suchen wir einfach mal. Kupfererz. Ach komm, ich hacke immer 2-3 Mal und dann ist das schon weg, ne? Und dann macht er schon einen, auf. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das mit den Events gerade los ist. Wir haben jetzt ja ein Event gehabt. Ich will das jetzt mit dem Pinguin nicht auch noch in dieses Part kriegen, weil ich habe schon was für den Titel und für das Thumbnail. Da habe ich schon, man denkt, während man spielt ja schon an die Arbeit, die danach ansteht, ne? Ja. Ich will halt nicht auf alles auf einmal machen. Problem ist halt immer ein Geldmangel. Ich könnte mir eine Kuh kaufen eventuell, wenn die zu teuer ist. Aber dann muss ich mich halt auch um die kümmern. Das ist immer so ätzend. Das ist immer so ätzend. Ja, Mut nicht mehr. Komm, tschüss. Ah, komm jetzt, hör auf zu. Ich will spielen. Nicht hier stoppen die ganze Zeit. Okay, danke, Ghidori. Tschüss. Nein. Tschüss. Wofür sammle ich eigentlich nochmal die Fossilien? Wollte ich ihn nicht verkaufen? Irgendwo für Wichtiges war das, aber das war, glaube ich, nur für ihn hier, ne? Fürs Herstellen von. Fürs Herstellen von Talisman. Aber mal ganz ehrlich. Ich habe lieber Geld.
Und so ein Fossil bringt halt auch ordentlich was. Wieso hat es nichts gebracht? Was soll denn? Soll ich. Ja. Ja, es bringt halt auch nicht so viel. Es ist nicht unbedingt das Beste. Es geht besser. Ich wollte bei Oma Bosco vorbeigucken. Das hab ich schon lange vorgehabt. Ich wollte neue Bäume holen, wenn die nicht so teuer sind. Heute ist Montag, 9 bis 13 Uhr. Gut, dann kurz mal Nickerchen. Ja. Du kommst mit. Darf ich leider nie enden, ne? Nee. Leider nicht. Nee, ich würde gerne ein paar Bäume wieder anpflanzen. Ja. Daraus wächst ein Zitronenbaum. Braucht 20 Tage zum Wachsen, ja. Natürlich. Weil Sakura haben wir schon, ne? Das war ja das Kirschbaum. Und zwei davon. Dann. Nee. Korallen und 3x3, ne? Gut. Zwei davon und. Zwei davon. Und dann reicht. Es reicht völlig. So, dann haben wir. Und haben wir erstmal eingedeckt. So. Das ist sehr gut. Ach, das ist diese Fahne. Dieser Ort muss ja noch einen Sinn und Zweck irgendwann später haben. Die ganzen Fähnchen. Verstehe ich sonst nicht. Gut, wir können ja schon mal anfangen. Wir machen noch ein Nickerchen. Bis 19 Uhr. Und dann machen wir hier eine Lücke frei. So. Ach, schön, guck mal, dreimal, weil wir jetzt eine Silberspitzhacke haben, ne? Oh. Du brauchst keine Pause. Bambus. Zack. Und genau dasselbe jetzt auch hier. Bambus. Tada. Und dann hier. Kakao. Und die anderen Bäume pflanzen wir am nächsten Tag am besten. Klar doch. Und nochmal Kakao. Gut, dann soll es aber für heute gewesen sein, ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.